Inzwischen ist es 2024 und nicht nur das. Die Camping- und Outdoor-Saison hat gerade begonnen. In und um unseren Van ist es in den letzten Monaten jedoch still geworden, das wird euch nicht entgangen sein. Letzten Sommer, gefühlt erst gestern, haben wir uns so viel vorgenommen. Im Mai noch waren wir in den regnerischen Altstädten Belgiens, dann im malerischen Schwarzwald und die ersten Sommertage verbrachten wir am Alpsee und in Garmisch. Wir hatten so große Pläne und wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass Wanderschuhe und Bike am Ende für sehr lange Zeit im Schrank bleiben würden. Dass der Bus nicht einen Kilometer Richtung Süden fahren würde und dass nicht ein weiteres Abenteuer sich einreihen würde in unseren perfekt geplanten und zuletzt immer perfekt gelebten Ablaufplan unseres Lebens. Es kommt halt nicht immer, wie man denkt und plant und in unserem Fall sogar selbstverschuldet. Also ein kleiner Rückblick. Sonntag, 7. Mai 2023. Einer der ersten heißen Sommertage. Und wir haben eine Idee. Wir sind am Alpsee unterwegs, mit Bike und Van wie immer natürlich und mit einem Gedanken, der uns nicht mehr aus dem Kopf gehen wird. Was zu diesem Zeitpunkt 849 Kilometer weiter nördlich passiert, wird unser Leben für immer verändern. Aber das können wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ahnen. Sonntag, 23. Juli 2023, exakt 10 Wochen später. Ein verregneter Tag und wir haben einen Termin. Wir sind bei Hamburg auf einem Hof und nicht zum Campen wie sonst immer. Wir sind hier, um sie kennenzulernen. Das hier, Freunde, ist Sunny. Zu dem Zeitpunkt 10 Wochen alt, aber seit unzähligen Wochen in unserem Kopf. Einmal aussteigen, alle Mann. Ab jetzt, ihr könnt es euch vorstellen, unsere kleine Begleiterin auf und abseits aller kommender Reisen. Erneut Sonntag, 17.09.2023, exakt weitere 9 Wochen später. Der Sommer ist zurück, ein letztes Mal für dieses Jahr. Und wir sind unterwegs. Eine der ersten kleinen Reisen in unserem Van. Und natürlich unserer neuen Reiseführerin. Denn sie bestimmt ganz klar, wo es hingeht. Auf dem Hof eines Imkers am Plauer See. Ein Hof, der uns wirklich perfekte Bedingungen geboten hat für den Start ins Vanlife zu dritt. Aber ganz ehrlich, nur kleines Ausprobieren und wir stellen schnell fest, ja, wir haben unsere Freiheit aufgegeben. Keine Stadtbesuche mehr, keine freie Campingplatzwahl, deutlich mehr Gepäck und vieles, vieles, was man bedenken muss. Aber ob hier am Plauer See, am Strand bei den Lichtern der vorbeifahrenden Schiffe oder vor der untergehenden Sonne am Feldrand, es gibt einfach kein Zurück. Und das wollen wir auch gar nicht. Die ersten kleinen Ausflüge, die wir gemeinsam hatten, waren so viel intensiver und so schön, dass wir sicher sind. Ja, wir haben viel Freiheit aufgegeben. Aber sicher ist auch, wir holen sie uns zurück. Und bekommen am Ende so viel mehr, als wir vorher hatten. Denn Freunde, ab jetzt ist unsere Rückbank besetzt. Und diesen Kanal gibt es ab jetzt nur noch zu dritt. Ob sich am Inhalt etwas ändert, völlig egal. Hauptsache, es gibt wieder Inhalt. Und ein kleines Probeabenteuer haben wir nämlich schon gemacht. Das seht ihr dann nächste Woche. Von daher, erstmal nur diese Info und bis zum nächsten Mal.